Hallöchen, liebe Zuschauer! Willkommen zu meinem neuen Let's Play! Nachdem wir Portal beendet haben, starte ich nun gleich darauf das Let's Play zu Portal 2! Ja, Portal 2 ist ein richtig genialer Nachfolger von Portal 1. Und ist meiner Meinung nach viel, viel besser als Portal 1, weil es hat so eine geniale Story, so viele Überraschungen, so, es hat so viel Humor, so viel zum Lachen und generell, es ist, schaut es euch einfach an, genießt das Let's Play, denn es wird genial. Ja, ich würde mal sagen, wir starten gleich den Einzelspieler-Modus. Neues Spiel bitte. Ja, hier ruhig anfangen. Dankeschön. Ja, kleine Ladezeit. Das gibt es leider bei Portal 2 ein bisschen häufiger, diese Ladezeiten, soweit ich mich erinnere. Ist sogar ein Jahr her, als ich Portal 2 gespielt habe. Ja, und dann geht es los. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Ha, wo bin ich hier jetzt gelandet? Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Moment, ich möchte erstmal hier ein bisschen Audio ein bisschen runterdrehen, weil, ja. Es ist doch ein bisschen laut. So, auf den Boden schauen. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Aber wie wir eben gehört haben, wir sind wieder in Aperture Science. Wir haben doch gerade GLaDOS besiegt in Portal 1. Sich ein Gemälde. Ja, Sie Moment. Sich davor. Und ja, wir sind wieder hier. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist hier ein normales Gebäude und Portal 1, da waren wir nie in so einem Büro, so was an wirklich so aussieht. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Oh, was für tolle Kunst. Das ist ja wirklich... Wow. Also, die Berge Sie und der See da... Sie sollten sich mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Okay. Gut. Kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Okay. Aber wo sind wir hier? Hier ist ein Fenster, aber ich kann hier nicht durchschauen. Das ist unfair. Jetzt gehen wir erstmal nochmal schlafen. Wir sind müde. Und dann... Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Center umgehen verlassen müssen. Alle Tests, machst du wie sie zu heute noch, irgendwann die Tür auf? Haben, damit automatisch Hallo? Kannst du diese Anlage im Hyperschlaf zu Kannst du die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich. Wie lange haben wir geschlafen? Guck mal unseren Abdruck an. Moment! Hallo, mein Freund, mach doch mal die Tür auf. Und Moment! Viel Glück. Wie lange wir geschlafen haben, das ist doch gar nicht möglich. Ja, Englisch. Hello, friend, open the door. Where is the... Du siehst furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Wer bist geht's du? Dir gut? Ridley! Die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig. Notevakuierung? Vorbereiten. Was? Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, was? Du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Was? Festhalten? Was ist hier los? Oh oh. Ah! Hilfe! Alles Hilfe! Klar mit dir da unten? Nee! Hallo? Ja! Ja, hier! Fängt ja schon mal gut an! Wir haben bestimmt hier Jahrhunderte geschlafen! Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig! Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens.
Schön. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Soll ich ja sagen oder nein? Ja, auf jeden Fall ist, wie ich jetzt ja auch auf den Namen kam, Ridley, das wird ja auch bei den Dialogen angezeigt. Du bist also Ridley. Und wir haben Monate, vielleicht sogar Jahre geschlafen. Okay. Ich muss mir das erstmal verdauen lassen. Man sieht ja, wie das hier aussieht, also wo wir vorher aufgestanden sind, da sah alles noch wunderschön aus. Und jetzt, oh, oh, oh. Na gut. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Nö. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Ja, und was... Ah! Ah! Na schön, jetzt sehen wir, was dahinter ist. Aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Ja, das sehe ich. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ich versuche es. Die Reserveenergie ist alle. Und darum deckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Merke ich. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Das sieht aus... Wo sind wir? Warum sollte man nicht auch informieren? Also sieht aus jetzt doch wie Aperture Science. Testsubjekte, die ich überwachen soll. Hilfe! Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Nein, 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 au! Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Klein, klein ist gut. Sieht aber nicht so super aus. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Ja, ja. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wandstrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Soll ich dir vertrauen? Tolle Andockstation. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Ja. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Oh, 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 oh. Das wird nicht gut ausgehen. Das wird nicht gut ausgehen. Wir leben noch. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache. Oh, 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 oh. Puh. Aber wir sind durch. Und wir leben noch. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Oben? Wie? Wo sind wir? So ist es gut. Oh, Tageslicht. Wir können hier raus. Aber wie soll ich da hochkommen? Lauter Blätter und Äste. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle hat technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Kannst du mal die Klappe halten? Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Also, liebe Zuschauer, könnt ihr euch erinnern, wir sind gerade da, wo wir im ersten Part von Portal 1 waren. Nur im Gegensatz zu jetzt ist hier alles zerstört. Hier waren auch die ersten Portale, durch die wir gegangen sind. Dann war doch hier irgendwo die... Ja, da ist die Zeit runtergegangen. Genauso wie dort. Hier, diesen Notizblock, den haben wir sogar noch in der Hand gehalten. Im ersten Part. Und das Radio, was jetzt nicht mehr funktioniert. Das haben wir ja hier noch auf die Kloschüssel getan. So. Wir sind hier am Anfang von Portal 1. Nur wahrscheinlich Jahre später. Jahre später, nachdem wir GLaDOS besiegt haben. Wo ist eigentlich GLaDOS?
Naja, klar, das müsste ja eigentlich immer noch kaputt sein. Hoffen wir zumindest. Und wir sind immer noch die, die wir sonst vorher waren. Sehr interessant. Also, Testkammer 0 von 0. Von 19 meinte ich. Gute alte Erinnerungen an den ersten Part von Portal 1. Alles ist hier zerstört. Wir haben das Aperture Science in die Luft gesprengt, aber dass es wirklich dann so nach Jahren aussieht. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Und dieses Mal spricht auch nicht Gladys zu uns, sondern jemand anderes. Und auch die Türen sind total kaputt. Also schon irgendwie richtig komisch, wenn man hier das so anschaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Das sah damals auch noch anders aus. Das waren doch solche Punkte, die hier umgeflogen sind. Hier, die Fahrstühle sind auch noch dabei. Auch ganz auch neu gemacht. Also trotzdem wurde hier einiges verändert. Und dann gehen wir mal hier in den Fahrstuhl rein. Und es geht runter. Es geht runter. Sind wir damals immer nach oben oder nach unten? Das ist jetzt eine gute Frage. Stimmt, wir konnten nie während der Fahrt aus dem Fahrstuhl schauen. Darum weiß ich auch nicht, ob wir damals immer runtergefahren sind oder nach oben. Ihren Hals in Abprint, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. So spaßig ist das ja auch nicht. So, wo sind wir? Ja, wir sind in Testkammer 1. Von damals. Stimmt, ich erinnere mich. Da waren ja hier die Portale, die ja ständig da aktiviert sind. Sind hier. Ah, so aktiviert man jetzt die Portale. Das ist da drüben. Ah, da aktiviert man das andere blaue Portal. Und da ist das orange Portal. Selbst die Kameras sind mit von der Partie, aber die scheinen deaktiviert zu sein. Auf jeden Fall schauen die mich nicht an. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, ich werde erstmal da durchgehen. Wir haben ja keine Portalkanone. Vielleicht kriegen wir die noch. So, auch hier alles verwuchert. Aber man sieht wenigstens Tageslicht. Das hat man damals nie gesehen. Ich kann mich erinnern, im vorletzten Part haben wir das erste Mal Tageslicht gesehen. Und so schön grün hier. Naja, so grün ist es auch nicht, aber grüner als sonst immer. Hat schon was. So, dann tun wir mal den Kubus da drauf. Dann geht die Tür auch schon auf. Weil nur noch diesen Knopf hier drücken, damit das Portal dahin geht. Und weiter geht's. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Ja, ich habe schon gesehen, die Kameras sind deaktiviert. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Dankeschön. Aber, nicht, dass ihr denkt, wir werden jetzt hier die 19 Testkammern nochmal durchspielen. Nein, es wird noch richtig genial, wird es. Aber wartet erstmal ab. Selbst die Lifts sind defekt. Okay, also. Ja. Weiter geht's. Und schon wieder ein schöner Ladebildschirm. Ja, so lange waren die Ladebildschirme in Portal 1 nicht, aber naja. Naja, Pech. Dauert ja auch nicht so lange. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Was ist denn hier? Ja, okay, hier sind Bildschirme funktionsfähig. Und hier ist ein Tarit. Sieht aus wie der König der Tarits. Und die Menschen verbeugen sich vor ihm. Was hat das zu bedeuten?
Und ich kann auch schon mal ankündigen, wir werden richtig viel Hintergrundwissen hier erlangen. Es wird richtig interessant. Ist jetzt erst die Einführung. So, wo sind wir jetzt? Sind wir in Testkammer 2 von damals? Bitte, geschafft! Ach, wirklich? Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ach, das ist gut. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Stimmt, da haben wir auch damals die Portalkanone bekommen. Oh. Ah! Siehst du die Portalkanone? Außerdem, nein. Lebst du noch? Das ist ja. Noch wollte gerade sagen, da hat sich die Portalkanone immer um den Kreis gewickelt und Portale gesetzt. Man hat da noch Reste gesehen. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Dankeschön. Gut. Ja. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Wenn du nicht tot bist. Geht. Wie das hier aussieht. Aber da ist die Portalkanone. Die scheint ein kleines bisschen defekt zu sein, aber vielleicht funktioniert sie doch noch. Hier ist eingezeichnet, wie wir GLaDOS besiegt haben. Und zwar mit einem Laufcube. Wir können keine orangen Portale setzen, nur blaue. Aber hier ist eigentlich, das ist sehr interessant. Und hier, wie wir GLaDOS dann endgültig besiegt haben. Und das sind wir. Das sind wir. Und wer hat das alles da eingezeichnet? Und da sind noch mehr solche. Das ist aber was ganz anderes. Das sind das Mitarbeiter von Aperture Science? Der Kubus? Das sind das die Entwickler von GLaDOS? Die GLaDOS entwickelt haben? Also es waren hier mal richtige Menschen. Bisher haben wir ja keinen weiteren Menschen hier getroffen. Nicht in Porte 1, nicht in Porte 2. Also bisher in Porte 2 noch nicht. Keine Ahnung, ob da noch welche kommen. Ja. Auch das Schießen hat sich ein bisschen verändert. Geht leichter von der Hand, habe ich das Gefühl. So. Wo geht es denn jetzt hier weiter? Hier geht's weiter. Und da ist wieder Licht. Und überall dieses Laub, Gewächs. Ach ja. Hier sind wieder diese Büros, die wir auch schon öfters in Porte 1 gesehen haben. Eine Zeit. 10 vor 2. Sehr interessant. PCs. Ganze Rechner stehen hier. Das sind hier noch alte Rechner. Also das muss schon... Ich weiß nicht, welches Jahr wir hier im Spiel haben. Das muss dann schon ewig her sein, als das hier alles verlassen wurde. Das sind ja noch die ganz alten Rechner. Wieder hier überall Laub. So, wo sind wir jetzt? Wir können da nicht raus. Oh. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Aha. So, dann geht es jetzt hier mal durch. Kamera, du entfernst dich. Kommt dieses Mal keine Meldung von GLaDOS, weil GLaDOS nicht mal da ist. Und dann würde ich mal sagen, da hinten hin. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ah, dieser Sprecher ist hier viel, viel freundlicher als GLaDOS und der scheint auch irgendwie... Ja, es sind ja Aufzeichnungen, wie gesagt, wie schon gesagt wurde. Spannend, spannend, spannend das Ganze. Ja, okay. Und hier wieder dieselbe Grafik. Doch wie es hier in Porte 2 weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß euch noch und ciao.